Ja, hallo Lieben, das ist Herr Schemeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg, Berlin, nee, vor München. Kümmere mich auch gerne um Themen so im Grenzgebiet zur Spiritualität oder was du sonst noch für Themen hast. Momentan gibt es noch Sessions, aber ich wollte jetzt heute mal reden über ein paar Neuerungen im nächsten Jahr. Aber ganz kurz noch genau, es geht die Selbstliebe Challenge im Januar wieder los. Der Klassiker, geilste Start ins Jahr, denke ich. Wie immer, am 1.1. geht das wieder los. Und auch die Manifestationsstelle, das geht am 26.12. los, passend zu den Rauhnächten. Genau, was wird sich ändern, mein lieber Schip? Also, das Problem ist, man kann ja eigentlich nicht planen. Also, normalerweise würde ich jetzt sagen, nächstes Jahr wird das Jahr der Partys und der Lesung, also mein neues Buch wird wohl rauskommen, dann April mal, keine Ahnung, ist jetzt die Planung. Also normalerweise würde ich sagen, ey, ich tour durch Deutschland, ich mache Lesungen, ich will euch treffen, es gibt liebische Partys in Berlin und in München, wollten wir sie eigentlich machen. Und und wenn das jetzt auch so, Gott will, das irgendwann mal vorbei ist mit Corona, dann machen wir das auch. Aber man kann ja überhaupt nichts planen. Aber ansonsten wird bei uns ganz on top stehen, so auf jeden Fall. Dann planen wir eventuell so Kurse, die es dann vielleicht auch noch relativ nur mal so als Zwischensachen gibt. Also was wir überlegen, ist Sachen zu machen. Könnt ihr auch gerne mal kommentieren oder wenn euch was anderes wünscht. Zu negativen Denkmustern wollte ich vielleicht mal einen Kurs machen, so kognitive Verzerrung, also wie man Sachen so ungünstig sieht. Ganz egal, ob es jetzt in Beziehungen ist oder sonst im Leben und sich damit dann entsprechende Probleme einhandelt. Dann überlege ich einen Kurs zu machen für so Hardcore-Bindungsängstler irgendwie, für so Minuspole. Und dann ist in der Planung ein Kurs über Eifersucht, sowohl im Pluspol als auch im Minuspol. So. Hat jetzt auch öfter mal so Minuspole in der Beratung und fand es auch spannend. Ne? Also vertieft mein Verständnis auf jeden Fall nochmal. Wollen wir unsere Preisstruktur ein bisschen verändern. Es betrifft jetzt nicht so... Was weiß ich, wird jetzt zum Beispiel nicht betreffen oder kaum Modul 0 oder also kleinere Sachen. Und wird eigentlich betreffen Kurse Modul 1, Modul 4, Modul 3, die Challenges, wo wir das Gefühl haben, es passt so von der Struktur her nicht. Also zum Beispiel Modul 1 finde ich, also muss ich wirklich sagen, es ist so ein geiler Kurs, da ist so viel drin irgendwie und also es passt so vom Abstand zum Beispiel zum Modul 0, das passt einfach nicht, also das ist, also dass der weniger kostet als eine Coachingstunde oder was weiß ich was irgendwo, also das ist, es macht eigentlich keinen Sinn, weil ich finde, das sind so wertvolle Informationen, also wir werden jetzt nicht krass erhöhen, aber also prozentual deutlich, weiß ich nicht, vielleicht 10 Euro teurer, 20 Euro, ich weiß es nicht. Muss ich nochmal genau überlegen. Und ich habe immer das Gefühl, es ist einfach, ich fühle mich damit wohler, weil da ist so viel Arbeit drin und ich gebe auch so viel hier auf YouTube und sonst ins Feld. Und wer da wirklich sozusagen richtig in die Vollen gehen will und das Ganze nutzen will, dann sind das halt die Sachen und die sind es definitiv wert. Also nur noch viel mehr. Ne? Was ist es wert, wenn einem wirklich das den Arsch rettet in einer schwierigen Beziehungssituation oder aber gut, muss jeder für sich wissen. Ist auch immer nicht so leicht, diese Sachen so einzupreisen. Vielleicht sind es dann auch, vielleicht habe ich auch ein paar weniger Leute in den Kursen. Dann ist wäre auch okay für mich so. Zweiter Grund ist, will ich jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, aber so ein Online-Business ist einfach
krass. Also man denkt vielleicht, ja, der macht seine Kurse und dann macht er was weiß ich was noch alles und hat seine Praxis, Coaching-Praxis und was weiß ich. Und nee, es ist nicht so. Also für mich ist das ein absoluter Vollzeitjob jetzt inzwischen. Also ich bin auch wirklich, war letztes Jahr auch noch anders, bin jetzt momentan wirklich, ja, ganzen Tag. Gut, ich keine Ahnung, ich arbeite auch Samstag, Sonntag und dann, also keine Ahnung, aber ich bin da im Grunde genommen den ganzen Tag damit beschäftigt. Ich kann auch gar nichts anderes mehr machen, das kostet so viel Zeit irgendwie. Ne? Wir haben auch so viele Leute jetzt bei uns im System, da kommen immer Fragen: brauche ich Mitarbeiter? Und wir sind einfach an so einer Schwelle. Also es kennen vielleicht andere, die auch so ein Online-Business haben, da muss man sich an bestimmten Punkten professionalisieren, muss, würde ich mal sagen, bestimmte Sachen auch mal auf einen anderen Stand bringen, weil gerade wenn man so eine innovative Geschichte hat, wie ich sie habe, ja, was weiß ich, gibt es dann alle möglichen Sachen, die man dann machen muss, wo man sich auch mal abgrenzen muss und das dann wieder Energien kostet irgendwie. Und naja, gut, das ist, ich sehe es so ein bisschen auch als so ein Entwicklungsprozess, wo wir auch bei Liebeship jetzt durchgehen. Das war am Anfang war alles Fun and Games, wie die Engländer sagen so. Und jetzt ist halt, sind wir halt an so einer Professionalisierungs Schwelle, wo, ja, wo man einfach auch bestimmte Sachen einfach nicht mehr laufen kann, da muss man sich drum kümmern, da muss man Fachleute hinzuziehen und so weiter und so weiter. Und ja, ist wie es ist, ich kann es nicht ändern und ja, so sieht's aus. Also deckt euch noch ein mit Kursen, deswegen sage ich es extra vorher bis 31.12. und danach ist es jetzt auch kein Drama, es wird wahrscheinlich auch niemanden umbringen, wenn mal irgendwas 10 Euro mehr kostet, keine Ahnung. Gut, gibt es sonst noch was Neues? Ansonsten ja, will ich mehr live machen, also Livestreams machen. Wird sicherlich weiter, will das weiter, also macht das total Spaß und auch auf Twitch will ich das machen, immer sonntags 20 Uhr. Warum noch Twitch? Ich habe einfach Bock drauf, ich habe ein gutes Gefühl zu und aber auch klar, auf YouTube wird es auch weitergehen und müssen mal gucken, ob es da auch nochmal Änderungen gibt, dass wir nochmal mehr machen mit dieser Kanalmitgliedschaft. Aber das weiß ich alles noch nicht so richtig. Ich merke aber, das muss so sozusagen die Sachen, die ich umsonst reingebe und die irgendwie, wo, was weiß ich, da irgendwie Energie zurückkommen sollte, das muss ich einfach gucken, dass das so im Gleichgewicht bleibt für mich einfach. Sonst würde ich das Gefühl, ich führe mein Business auch zu co-abhängig irgendwie so letztlich. Genau. Und wozu ich auch Lust hätte, ist einfach diese Livestreams noch aufzubohren, aufzudehnen, lockerer zu machen. Also nicht nur Fragen zu beantworten, sondern wenn jemand sagt, Mensch, keine Ahnung, ich habe da eine witzige Sache gesehen auf der Website, dann gucken wir uns das gemeinsam an, dann blende ich das hier ein, guck das auch mal durch oder wir können vielleicht auch mal zusammen andere Videos durchgucken, so als Reaction-Videos, was weiß ich. Also ich habe Lust, das einfach noch lockerer, auch ja, nicegaler, spaßiger zu machen. Genau, also wenn ihr da Lust habt mitzumachen, freut mich. Genau, es braucht ja nur eure Anwesenheit an den Streams. Und wenn ihr da auch Ideen zu habt, Meinung zu habt, ja, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt es an support@liebeship.de und schickt auch weitere Fragen. Es geht am besten über ein Kontaktformular auf Liebeship. Und wir werden uns bald wiedersehen.